Das Thema ist Verschiebung von Gleichgewichten. Die dazugehörige Frage wäre, welche Maßnahme erhöht die Ausbeute einer exothermen Exokorrenreaktion? Ist es vielleicht A, Einsatz eines Katalysators, B, Erhöhung der Temperatur oder doch C, Erhöhung des Druckes? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir uns mit dem Prinzip von Le Chatelier und Brown beschäftigen. Dieses Prinzip besagt, übt man auf ein System im Gleichgewicht einen äußeren Zwang aus, durch Temperaturerhöhung oder Druckerhöhung, so reagiert das System so, dass dieser Zwang vermindert wird. Schauen wir uns jetzt mal eine exotherme Reaktion an. Wenn bei einer exothermen, also wärmeabgebenden Reaktion, die Temperatur erhöht wird, vermindert das System diesen Zwang, indem die Wärme verbraucht wird und das Reaktionsgleichgewicht zu den E-Ducten verschoben wird. Eine Temperaturerhöhung vermindert also die Ausbeute einer exothermen Reaktion. Bei einer Exokorrenreaktion besitzen die Produkte weniger Volumen als die Reaktanten. Eine Druckerhöhung würde die Reaktion mit Abnahme des Volumens begünstigen. Das heißt, dass das Reaktionsgleichgewicht zu den Produkten verschoben wird. Beim Katalysator ist es so, dass durch Herabsenken der Aktivierungsenergie die Reaktionsgeschwindigkeit erhöht wird und dabei erhöht sich sowohl die Geschwindigkeit der Hin- als auch der Rückreaktion im gleichen Maße. Aus diesem Grund hat der Katalysator keine Auswirkung auf die Ausbeute. Mit diesen Informationen können wir jetzt unsere Frage beantworten, welche Maßnahme erhöht die Ausbeute einer exothermen Exokorrenreaktion? Antwort A und B ist falsch, Antwort C, Erhöhung des Drucks, ist richtig.